Herzlich willkommen zu unserem WTU-Podcast We Move People, dem Podcast für Körper, Herz und Verstand. Wir sind Alfred Johannes Neudorfer und Rosa Ferrante Banera. Und in unserem Podcast beschäftigen wir uns mit den Themen persönliche Weiterentwicklung, Gesundheit, Kampfkunst, Philosophie und Menschsein. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom We Move People Podcast. Hallo AJ. Hallo Rosa. Heute sprechen wir über Notwendigkeit schafft Organe. Das ist ja ein Ausspruch. Was steckt dahinter? Was bedeutet das? Ja, ist ein sehr alter Ausspruch. Ja, was steckt dahinter? Dass in einer Situation, die Lösungen mit drinnen sind und daraus entstehen. Im WTU Wing Chun haben wir es ja auch in jeder Situation, wenn man sie ganz natürlich betrachtet, ist das, was passiert, schon in der Gesamtsituation vorhanden. Wenn jemand mich angreift, gegen den Arm drückt, dann entsteht daraus eine bestimmte Anpassung. Wenn ich nicht eine andere Idee habe, dann ist eigentlich in der Situation schon die Lösung vorhanden. Das ist jetzt ja auf das einfachste Muster runtergebrochen. Auf der anderen Seite, wenn Situationen sich verändern, dann heißt das, dass die Notwendigkeit nach etwas Neuem da ist. Und das Neue ist ein Werkzeug, das für die neue Situation zugeschnitten ist. Man könnte sich so vorstellen, wie ist denn Leben überhaupt entstanden? Könnte man sich so vorstellen, genau auf diese Art ist entstanden und hat sich immer weiterentwickelt. Die Situationen haben sich verändert und es sind neue Lösungen notwendig gewesen und so sind die Lösungen komplexer geworden, so sind die höheren Organismen entstanden, so arbeitet eigentlich die Evolution, so arbeitet die Natur. Ja, es gibt ja auch die umgekehrte Variante, also in die andere Richtung, was man nicht nutzt, das baut sich ab. Auch das ist eine Notwendigkeit. Wenn nach etwas keine Notwendigkeit mehr ist, dann beginnt das Werkzeug rückgebildet zu werden. Muss man natürlich aufpassen, vielleicht möchte man die Folgen nicht haben. Da denkt man an die Gesundheit. Wenn man eine Muskulatur nicht verwendet, beginnt sie sich rückzubilden. Bis zum Punkt, dass sie nur noch als Potenzial mehr oder weniger vorhanden ist. Und dann könnte eigentlich die Erinnerung an die Funktion verloren werden, könnte vergessen werden, weil es ja ab dem Moment ja auch ohne Wiederbelebung, also ohne Training, was diese Muskulatur wieder fördert, auch nicht möglich ist. Man könnte sich so vorstellen, wir Menschen haben unglaubliche Potenziale. Diese Potenziale sind aber nur Möglichkeiten. Wenn sie nicht durch das entsprechende Training aktiviert werden und entwickelt werden, dann sind sie nicht da. Und dann gibt's äußere Situationen, die fordern praktisch die Entwicklung eines Werkzeuges, das uns innewohnt. Und dazwischen ist der Schritt des Trainings. Es gibt so viele, viele schöne alte Geschichten. Stell mal vor, wir leben in einer Welt von Menschen, die zwei Beine haben, aber sie gehen mit einer Krücke und ein Bein ist aus dem Grund nicht wirklich entwickelt, sondern hat keine Muskulatur. Und du möchtest dorthin gehen und gehen auf zwei Beinen beibringen, weil es unmöglich wäre mit dem entsprechenden Training. Nur die Lösung wäre, die Krücke aufzugeben. Menschen in so einer quasi Fantasiekultur wären aber gewohnt, auf einer Krücke zu gehen, und das ist für sie das natürlichste, lebensnotwendige, dass man eine Krücke hat. Und wenn jetzt ein Mensch daherkommt und sagt, wirf die Krücke weg, dann würdest du sagen, was bist denn du für ein Spinner? Du nimmst mir ja genau das, womit ich gehen kann. Weil ja natürlich, der könnte sofort beweisen, dass Gehen auf zwei Beinen nicht möglich ist, weil das zweite Bein jetzt nicht tragfähig ist, weil es ja nicht benutzt worden ist. Also würde er es ablehnen. Also müsstest du überlegen, wie kann man das zweite Bein trainieren? Es ist ja die Notwendigkeit, dass er auf zwei Beinen geht und ohne Krücken geht. Es wäre ja viel natürlicher und viel effektiver. Aber wie soll man jetzt vorgehen? Und da ist es immer die Problem, ist das Lösung, weil es diesen Zwischenschritt gibt, wo man
das Werkzeug noch nicht hat, aber etwas tun muss, um es zu entwickeln. Und das kostet uns etwas. Das kostet uns die alte Situation, die wir überwinden müssen. Und diese alte Situation, die lieben wir vielleicht. Und das, was wir aufgeben möchten müssen in dieser alten Situation, ist die Krücke. Aber die Krücke ist in dieser alten Situation eine tragende Säule. In der neuen Situation ist sie nicht mehr notwendig. Und das, was für die neue Situation die Krücke ersetzt, das ist das neue Organ. Das ist aber in Situation der Krücke nicht offensichtlich. Mhm. Und so muss man Notwendigkeit schafft Organe stehen. Dinge beginnen sich zu verändern und meistens pocht man dann auf die alten Lösungen, die ja schon mal funktioniert haben oder man glaubt, dass sie funktioniert haben oder ist ja immer so gemacht worden. Ja, aber es kann sein, dass die Situation nach etwas ganz, ganz Neuem schreit, was möglich ist, aber noch nicht gemacht worden ist. Das ist ein neues Organ, was wir uns noch gar nicht vorstellen können. Schauen wir uns doch unsere Welt an, wie sie sich verändert hat. Und vieles davon stimmt genau auf diesen Satz, Notwendigkeit schafft Organe. Mhm. Es wird Technik entwickeln, die Menschen verändern sich. Mit alten Lösungen, mit den alten Organen werden wir dieser Situation nicht gerecht werden. Mhm. Können wir sie gar nicht lösen. Es gibt aber neue Organe dafür, die wir uns noch gar nicht vorstellen können, weil wir mit Krücken gehen in Bezug auf diese neuen Organe. Mhm. Und die Krücken müssen wir aufgeben. Mhm. Man kann nicht das zweite Bein funktionsfähig machen und dabei eine Krücke weiter mit sich herumschleppen. Mhm. Das ist auch immer so, wenn wir was Neues lernen wollen. Und dieses Neue, was wir lernen wollen, nicht irgendwie nur auf Zeitvertreib ist, sondern eine Notwendigkeit für unser Leben zu erfüllen hat. Mhm. Das mich als Menschen reifen lässt, das mich Dinge effektiver, ökonomischer machen lässt, dann ist es das Gleiche. Dann muss ich etwas Altes aufgeben, das ich aber vielleicht lieb gewonnen habe. Oder dass ich denke, ohne dem geht's ja überhaupt nicht. Mhm. Und gerade das Festhalten an dem Alten verhindert die Entwicklung des Neuen. Mhm. Vielleicht sogar, dass ich mich gar nicht dem Training unterwerfen will. Dass ich vielleicht das, was mir das Training anbietet, feindselig betrachte. Weil es mir ja eine Krücke nehmen will. Mhm. Ja, und plötzlich wundern sich denn die Menschen ab einem gewissen Alter, wenn sie in allen Bereichen abbauen, geistig. Mhm. Also ich meine jetzt intellektuell. Oder körperlich und so weiter, weil, ja, was haben sie denn trainiert? Wie haben sie sich denn in den Bereichen fit gehalten? Mhm. Man muss immer wieder permanent sich neuen Reizen und Überreizen eigentlich aussetzen, weil ansonsten ist ja kein Wachstum da. Wir müssen uns immer neuen Anforderungen stellen, die uns dazu zwingen, dass wir uns verändern, dass wir neue Organe entwickeln. Und wahrscheinlich sind wir alle Stümper in dem, was wir entwickeln könnten. Mhm. Das ist die Wahrheit. Mhm. Und wie du es gesagt hast, was wir noch mehr aufpassen müssen, dass wir uns nicht in der verkehrten Richtung im Training unterwerfen. Weil auch das schafft Organe. Mhm. Wenn ich etwas zu wenig tue, beginnt sich das, was damit so verbunden ist, das Werkzeug rückzuentwickeln. Und ab irgendeinem Moment steht es mir nicht zur Verfügung, weil es nur zum Potenzial wird, das nicht entwickelt ist. Mhm. Und es wird ganz schlimm, wenn ich dieses Werkzeug dann in einer schwierigen Situation brauchen würde. Und es ist nicht mehr da. Zum Beispiel jetzt mit der Technik und mit den neuen Medien werden ja ganz viele Tätigkeiten einen auch abgenommen, was ja auch irgendwie gut ist, ne? Weil dadurch kann man ja unglaubliche Leistungen bewältigen. Also jetzt in unserer Firma bräuchten wir, weiß ich nicht, irgendwie unendlich viele Mitarbeiter, um das zu lösen, was wir hier mit Digitalisierung und KI und alles uns schon abgenommen wird, was alles einfach automatisiert ist. Mhm. Und oder ich sage jetzt mal einen Taschenrechner oder irgendwas anderes, also wo wir einfach nicht mehr unsere eigene Denkleistung in Anspruch nehmen, sondern was uns durch die Technik zum Beispiel abgenommen wird, was ja uns dadurch auch sehr, sehr, sehr komplexe Aufgaben lösen lässt, die ja normalerweise, weiß ich nicht, aber auf der anderen Seite wird dadurch auch einiges in der Entwicklung genommen. Also wer kann denn schon noch richtig gut irgendwie im Kopf
rechnen oder so. Ja, wieder, es ist immer, das sind wir genau bei dem, das kann man jetzt, der notwendige Schaftorgane kann ich für mich als Individuum, auf mich, als meinen Körper, auf meine Person beziehen. Ich kann es auch auf das Kollektiv beziehen. Wir leben da gesehen in so einem Zwischenbereich. Die Notwendigkeit macht vieles unnötig. So, jetzt muss man aufpassen, dass man nicht, wie man so früher gesagt hat, das Baby mit dem Badewasser ausschüttet. Jetzt muss man überlegen, hat das, was es ersetzt, vielleicht noch einen anderen Nutzen gehabt? Hat es vielleicht einen Nutzen gehabt, um gewisse Gehirnareale zu aktivieren oder so, obwohl es uns abgenommen wird? Also zum Beispiel Schreiben mit der Hand, mit dem Kugelschreiber. Ja, zum Beispiel, es gibt Tendenzen, ich bin kein Freund davon, dass man sagt, man braucht den Kindern keine Schreibschrift mehr beibringen, sondern sie sollen gleich nur noch die Tastatur bedienen lernen. Bin ich kein Freund davon, weil es ist natürlich rein formal, vielleicht braucht man auch nicht, demnächst braucht man nicht mehr die Tastatur bedienen, weil die Spracheingabe wird so perfekt sein, dass man auch das nicht mehr braucht, aber uns geht unglaublich viel Vernetzung im Körper verloren. Es geht unglaublich viel Vernetzung im Schädel, wenn ich schreiben lerne. Deshalb ist das Schreiben nicht einmal. So wie ich mit 6 Jahren Blockbuchstaben schreiben gelernt habe und dann ein Jahr später die Schreibschrift, so schreibe ich ja heute nicht mehr. Und was ist da passiert? Was ist passiert? Was hat verursacht, dass aus der Schrift des 6-Jährigen die Schrift heute geworden ist? Da ist ein Reifungsprozess drinnen, da ist etwas passiert, was viel abstrakter wird, was durch dieses Schreiben und durch das Lesen mit meinem Gehirn passiert ist. Und genau das passiert nicht, wenn ich das Schreiben nicht lerne. Natürlich muss ich immer überlegen, dass die menschliche Lebenszeit ist beschränkt, was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll. Und das ist für mich sehr sinnvoll, weil es ist der Zweck, den es erfüllt, kann die Spracheingabe ersetzen. Die Funktion, die es für mein Gehirn erfüllt, kann das nicht ersetzen. Und da ist nichts am Rechner, was das ersetzen kann. Das ist so wie die menschliche, wir brauchen eigentlich, natürlich, wir werden immer weniger körperliche Tätigkeit brauchen, aber unser Körper braucht es. Deshalb haben ja frühere Menschen, wo wir in landwirtschaftlichen Kulturen gelebt haben und die alle am Feld gearbeitet haben und in der Verarbeitung von den Feldsachen, die haben keinen Sport betrieben. Na klar haben die keinen Sport betrieben. Die haben den ganzen Tag sich bewegt. Der Sport ist eine Erfindung geworden, als wir von der landwirtschaftlichen rausgegangen sind. Und heute sind wir, die meisten Menschen sitzen in ihrem Beruf und bewegen sich sehr wenig. Natürlich ist in der Freizeit der Sport als Ausgleich entwickelt worden. Ob es alles sinnvoll ist, was dort gemacht wird, ist wieder ganz eine andere Geschichte. Denn für mich ist sinnvoll eine gesunde Bewegung, die meinem Körper die nötigen Anreize gibt, die er in der Evolution braucht, damit er die Vielfältigkeit der Funktionen, die dem Körper innen stecken, mehr oder weniger erfüllen kann und ihm alles zur Verfügung steht, was möglich ist in seiner körperlichen Bewegung. Aus dem Grund ist Sport an sich, ist es nicht, sondern es ist die Art der Bewegung, die man trainiert. Und wie ich es gesagt habe, dass vieles nicht notwendig wird, ich bin ja ein Optimist, hat auch einen positiven Effekt. Denn wenn uns die Technik immer mehr von den eintönigen, gleichförmigen Arbeiten abnimmt, könnten wir Menschen unsere Aufmerksamkeit wieder mehr auf unser Menschsein richten. Wir könnten uns wieder unserer genialen Anlagen bewusst werden und wieder mehr eine Selbstvervollkommnung vorantreiben, die ja nicht sehr groß vorhanden ist da draußen, weil dieser Raum wieder entstehen würde. Ja, zum Beispiel handhabe ich das persönlich so, weil ich muss ja auch effizient mit allen Ressourcen umgehen. Das heißt zum Beispiel natürlich mit dem Kunden,
schreibe ich jetzt nicht per Hand irgendwelche langen Briefe und schicke die dann per Post ab. Natürlich mache ich das alles per Spracheingabe, weil das richtig schnell geht. Genau, ja. Und weil ich das auch gerne mag, mich daran gewöhnt habe. Also die E-Mails werden alle per Spracheingabe. Manches tippe ich natürlich, manches mache ich mit Spracheingabe. Und wichtige Sachen wie Tagebuch, Journale und so weiter mache ich per Hand. Und zusätzlich, weil ja immer weniger mit der Hand geschrieben wird, zum Beispiel Klavierspielen, WTO Wing Chun für die Vernetzung im Gehirn. So, aber natürlich, das ist immer so dieser Balanceakt, also was ist sinnvoll auch für meine berufliche Tätigkeit, weil ich kann nicht den ganzen Tag Briefe schreiben. Genau, ja. Ja, es ist natürlich klar, dass dann E-Mails und WhatsApp alles per Sprache beantwortet wird und andere Sachen dann halt als Ausgleich, sowas wie Klavier, Sprache lernen, um dann da wieder neue Impulse reinzubringen. Ja, wie du es richtig sagst. Und irgendjemand hat einmal diesen schönen Satz geformt, Denken auf Papier. Mhm. Es gibt gewisse Sachen, ich liebe Rechnen, ich liebe Technik eigentlich, aber ich kritzle auch gerne auf Papier meine Gedanken auf. Mhm. Weil das ist eine andere Art, da strukturiere ich ganz anders, als wenn ich am Rechner sitze. Weil am Rechner musst du mit Programmen arbeiten, da ist Struktur bereits vorgegeben. Am Papier, denken am Papier, da kann man seine Ideen kreieren, die man dann später wieder strukturieren kann und dann kann man sie in den Rechner reingeben, ist nicht die Frage. Na, das mache ich ja auch alles am iPad, weil da habe ich ja auch diesen Apple Pencil, ne? Also zum Schreiben, also es ist also die Funktion und die Hand, Gehirnkoordination ist die gleiche, als würde ich am Papier schreiben. Ich mag es halt gerne alles digital und ich schleppe nicht so gerne so viel durch die Gegend. Und ich habe hier dann alles immer, da sind 10 Journale drin und alles gut geordnet und strukturiert. Ja, so viel könnte ich gar nicht durch die Gegend tragen. Ein iPad also so viele Bücher kann ich gar nicht durch die Gegend schleppen, was ich alles habe. Ein iPad mit dem Stift natürlich kommt dem Denken auf Papier schon ganz nahe, weil es im Prinzip den gleichen Zweck bereits zu erfüllen beginnt. Das ist genau so. Ja. Genau. Und wie gesagt, immer, ich denke immer, was wird uns die Evolution zeigen, indem sie Freiräume schafft. In diesen Freiräumen liegt die Entwicklung von Werkzeugen, die wir wahrscheinlich morgen brauchen werden, damit die Menschheit sich weiterentwickelt und dass es sie noch gibt. Irgendwo habe ich vor kurzem einen schönen Satz gehört, das hat irgendjemand hat gesagt, dass wir heute lernen, ergibt vielleicht für uns Sinn, aber vielleicht ist da etwas drinnen, was wir weitertragen müssen in die Zukunft, weil die in der Zukunft kommen werden, es brauchen werden, damit die Menschheit überlebt. Nicht alles ergibt den vollen Sinn für uns, sondern vielleicht für welche, die uns nachkommen. Und aus dem Grund sollten wir gewisse Sachen auch erhalten. Tja. Also es gilt in allen Bereichen. Es gilt in allen Bereichen, ja. In Kulturen, Gesellschaften, beim persönlichen Individuum. Und ganz, ganz drauf aufpassen, Notwendigkeit schafft Organe, das ist wertfrei in beiden Richtungen. Immer denken, wenn ich etwas nicht mehr tue, was wird dadurch verschwinden? Und zwar nicht vom Ergebnis her, sondern von der Funktion des Werkzeuges her. Was entsteht, wenn ich etwas permanent tue? Was erzeugt diese Funktion? Weil ab dem Moment, wo ich das Organ entwickelt und aktiviert habe, beginnt es funktional zu wirken und Ergebnisse zu erzeugen. Oder wenn ich es nicht mehr tue, beginnt es rückläufig zu werden, abzuschalten und keine Ergebnisse mehr zu erzeugen. Das ist so, ich werde faul und ich mache nichts mehr und ich tue nichts mehr und irgendwann ist plötzlich etwas in meinem Leben verschwunden, was vorher da war. Und dann ist mir gar nicht mehr möglich, weil das Organ, das dafür zuständig war, sich so weit rückentwickelt hat, dass es deaktiviert ist. Oder in die andere Richtung, bevor ein Organ Ergebnisse zu erzeugen beginnt, bevor es sich einschaltet und tätig wird, muss erst durch die Tätigkeit die Notwendigkeit der vollen Funktion erzeugt werden. Super.
Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.